Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ja, ich habe jetzt schon, wie ihr seht, habe ich schon auf der rechten Seite seht ihr eine Liste. Ich habe schon alles ins Inventar genommen. Genau, was wir jetzt so brauchen werden. Ich habe jetzt vor, erstmal die noch ein paar Raffinerien machen für Öl. Und dann dieses Turbodraht. Die Turbodrahtherstellung. Genau. So. Gehen wir mal schnell hier hin. Also, was habe ich hier? Höhere Raffinerie 3. Das heißt, wir erweitern es um 3. Beziehungsweise ich kann es auch noch um 2 erweitern. Theoretisch. Dann. Denn meiner für das, wie heißt dieses Herz? Aber wie heißt es Herz? Katerium, genau. Dann Konstruktor, Schmelzerei, LKW und LKW-Station. Ich will es mal mit dem LKW versuchen. Damit es dann von dieser riesen leere Halle, wo hinten ist. Die möchte ich dann da verwenden. Da fängt dann halt ein LKW. Ah, warte, ich brauche 2 davon. Habe ich trotzdem alles? Ja. 10 Rotoren fehlen mir noch. Aber die muss ich dann hier holen. Also. Ich habe hier jetzt noch 2 weitere Verbindungen. Muss ich hier jetzt. Wo ist das denn? Hier. Wie macht man das? 2 Stück könnte ich hier noch anschließen, theoretisch. Was, wenn ich so mache? 1. Und dann machen wir hier den einen noch weg. Wo ist er denn? Weg. Verbinden den Scheiß. 75 habe ich. Ah, der steht falsch. Lass mich raten, der steht auch falsch. Ja, die stehen beide falsch. Ich habe den Output verwechselt. Also. Nochmal hier zurück. Output hier. Ach, komm schon. Einmal. So, den könnte ich dann. Kriege ich den hier rum? Ja, den kriege ich hier rum. So, und den kriege ich einmal hier rum und den kriege ich einmal hier rum. So. Das passt. Dann machen wir hier einen Fusionator. Fusionator! Fusionator. Machen wir, knallen wir den hier dran. Da. Da nach da. Und da. Da rein irgendwie. Hier rein.
So, hier ist der Output. Der kommt dann. Funktioniert. Ich weiß, sieht jetzt ein bisschen katastrophal aus, aber nicht genügend Feuer. Jetzt. So, dann machen wir jetzt noch schon ein bisschen schnell Strom und dann passt das auch hier. Ziehen wir den hier. Zack. Zack. Ah, genau. Einstellen sollte ich auch noch. Kunststoff. Wäre, glaube ich, vom Vorteil. Ich glaube, ich könnte hier mal eins rausnehmen. Hier eins raus. Hier eins raus. Weil ich glaube, das ist Produktion ist dafür viel zu schnell. So, und dann mache ich hier vier Stück rein. Eins, zwei. Besser als gar nichts. So, drei, vier. Passt. Das passt jetzt auch. Das heißt, er bekommt ja auch immer genug. Ja. Die stauen sich hier vorne schon wieder. Und wir bekommen jetzt hier mehr von dem Kunststoff. Perfekt. So, was brauche ich? Das brauche ich nicht. Was brauche ich denn? Ich wollte Rotoren. Rotoren habe ich irgendwo hier vorne. Waren das nochmal die Rotoren? Ich weiß gerade nicht. Ja. Eins. Zu lang. Zehn brauche ich. Nein. Gib mir doch hier Rotoren. Warum gibt er mir den nicht? Nein, stop, please. Was? Ah, das ist scheiße. Machen wir es so. Gib mir diesen Motor. Please. Please. Also. Dankeschön, Dankeschön. Sieben Stück. Gib mir noch mehr. Acht Stück. Neun Stück und eine noch. So. Jetzt dürft ihr weiter. Weitermachen. Und führt. Die sind ja jetzt auch komplett übertaktet, ne? Ja, aber Problem ist immer noch hier und der. Der hier. Aber darum kümmern wir uns später mal. Wohin führt er denn überhaupt? Führt hier rein. Ah, genau, Motoren miteinander gemacht, genau, stimmt. So, dann gehen wir mal zum Auto. Zum Auto bzw. LKW. So. Okay. Dann fahren wir mal dort hinten zu dem Katerium Erz. Ah, da ist es ja immer noch das eine, wo wir wegspringen müssen, glaube ich. Springen können wir ja noch nicht. Wie machen wir das? Am schlausten.
Ich würde sagen, ich glaube, in der Nähe ist auch noch ein zweites Vorkommen. Sehen wir jetzt gleich. Würde ich sagen. So, Baum, Vorsicht. Also seht ihr denn, hier ist halt diese Ölproduktion, die wir nicht benötigen. Das heißt, der hier kann weg. Eigentlich. Mein Inventar ist voll, deswegen lagert die Kiste hier. Und der kann weg. Den brauche ich nicht. Okay, das kann ich auch nicht mitnehmen. Auch gut. Passt. Weil hier haben wir noch eine Verbindung. Die können wir dann verwenden, um die LKW-Station dann hinzubauen. Irgendwie. Müssen wir schauen, wie wir das machen. Die Verbindung hier setzen. Auf jeden Fall werde ich den irgendwie darüber ziehen. Heißt, hier drüben. Kommt dann der hin. So. Und dann mache ich von dem hier zu dem hier. Mache ich die Verbindung. Den muss ich erst noch leer pumpen. Aber es ist schon mal ein Anfang. Kann ich hier da unten durchschicken? Ja, eigentlich schon. So, bauen wir hier mal eine LKW-Station auf. Geht das so? Vom Platz her? Soll da passen. Also, hier ist ein Output. Das ist, glaube ich, für Brennstoffzeug. Warte mal, Brennstoffzeug. Warte mal, Rohöl. Kein Platz, gell? Mann. Natürlich habe ich keinen Platz. Ich habe nie Platz im Inventar. Das ist so schlimm. Machen wir mal das Gummi weg. Das brauchen wir jetzt nicht. Aber ich kann ja hier das Rohöl mitnehmen. Weil das Rohöl wird ja verwendet. Also. Oben. Oder war es überhaupt Rohöl? Ich hoffe, es war Rohöl. Es war Rohöl. Ich könnte trotzdem gegebenenfalls hier nochmal eine Verbindung hinsetzen. Nein, wir lassen die Verbindung. Oder? Wegen dem Öl hier. Beziehungsweise wegen dem Benzin. Warte mal. Und mal machen wir jetzt eine kleine. Eine ganz leichte Verbindung hier. So ein billiges Förderband. Soll das schon reichen? Machen wir hier einen Splitter. Und dann hier so ein billiges Förderband.
passt. 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 Oh. Das passt. Kommt einmal hier rein. Dann kommt das Ruhe wieder raus. Und dann löschen wir das einfach. So. Entladen. Kommt hier. So, hier kommt der. Zack, entladen. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Ah, Strom brauchen wir noch. Also. Jetzt hat er alles. Und hier lädt er und hier entlädt er. Passt. Gut, das müsste auch bald hier ankommen. Braucht halt ein bisschen, weil das ist MK1. So. Und er fühlt sich trotzdem. Ja. So. Passt. Das passt. Machen wir hier unser Trigger. Ah, meine Gummi. Mein Gummi. Ihr versteht schon. Ihr versteht es. So. Kommen wir. Immer dann direkt da drunter. So. Ah, guck mal, er hat es direkt hier schon reingefüllt. Darum muss ich mich dann gar nicht mehr kümmern. Dafür ist es gedacht. Gut. Dann haben wir das auch. Bevor ich den dann losschicke, müssen wir erstmal hier oben die Fabrik alles schön machen. So. Machen wir hier irgendwo den Output hin. Machen wir hier, glaube ich. Irgendwie hier so. So, dann kann ich hier das MK3. Ah, dann brauche ich hier auch noch. Nein, das brauche ich nicht. Da brauche ich keinen Treibstoff. Reicht, wenn er einen unten kriegt. Der kann froh sein, wenn er einen unten kriegt, ne? So. Also, wenn, dann brauche ich nämlich das. Sogar falsch gebaut. Genial. Jetzt. So, MK4 nehmen wir halt. Hier rein. Dann habe ich vergessen, weil ich so schlau bin, habe ich vergessen, noch ein bisschen Strom zu holen. Das machen wir jetzt auch noch schnell. Ist hier noch eine Verbindung frei irgendwie?
Ungültiges Ziel. Ja, hier. Hier. Ich hab keinen Bock, dass ein LKW irgendwie blockiert, deswegen. So. Er hat Strom. Dann können wir eigentlich schon seine Route noch schnell berechnen, welche er abfahren muss. Aber hier müssen wir das Förderband auch noch leider entfernen. Und genau wie hier müssen wir es ein bisschen höher machen. So. Zack. Zack. Das tut mir leid, aber ich muss es ein bisschen höher machen. So. Dann hauen wir hier nochmal ein. Hallo. Stick Splitter. LKW kommt durch. Er sollte durchkommen. So, einmal einsteigen. Dann mache ich hier einmal aufzeichnen. Warte hier. So, und dann fährt er los. Fährt hier durch. Durch ganz gemütlich. Nicht so schnell. Hier kann er ein bisschen Gas geben. So, dann muss ich hier einmal umfahren. So, bremst hier ab. So. Fällt es hier rein. Wartet noch. So, fährt los. Langsam natürlich. Fährt hier wieder den Weg runter. Fährt ihn hier einmal durch. So, jetzt machen wir Vorsicht ein bisschen. Damit er nicht. So. So. Drehen, 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 drehen. Drehen, drehen, drehen. So. Autopilot aktivieren. So, schauen wir mal, ob er das richtig macht. Noch schnell. Der wartet. Ah, Autopilot aktiv, nein. Jetzt. Will es jetzt nicht losfahren? Ah, jetzt. Ah, okay, deswegen fährt er nicht los. So, der fährt ja mal hier durch. Ich habe mir gesagt, hier soll er Stoff geben. Ja. Sehen wir. Fährt hier durch. Und wartet hier. Wartet, bis er beladen hat. Und fährt dann weiter. Und fährt dann weiter. Jetzt. Und dann brauchen wir ein bisschen länger. Fährt hier durch.
herunter. Und bleibt nicht hängen. Gut, bleibt nicht hängen. So, und schiebt das dann hier raus. Irgendwie ein bisschen buggy, oder? Oh, er schafft das. So, ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.